Hallo Trader, schönen guten Tag. Besonderer Tag, offen gesagt. Wir sind heute zusammen mit unserem TTP-Trader Florian aus der Schweiz. Florian, herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ja, mich freut es, dass du dir Zeit nimmst. Du bist ein Trader von uns und hast die Challenge teilgenommen und jetzt, da du sehr erfolgreich warst, möchten wir einfach mal wissen, wer du bist, wie du zum Trading gekommen bist und im Endeffekt ein paar Fragen um dich herum stellen, weil ich einfach glaube, dass das Ganze wirklich ein interessanter Punkt ist für Leute, die sich mit Trading auseinandersetzen möchten. Vielleicht kannst du mal beginnen, wie du denn deine Trading-Karriere gestartet hast. Absolut. Also als allererstes lebe ich in der Schweiz. Beruflich bin ich im Verkaufsinnendienst und Außenhandel tätig. Doch meine Reise in die Welt des Handels begann vor einigen Jahren, als ich nach einer Möglichkeit suchte, meinem Traum von finanzieller Freiheit näher zu kommen. Also es war so einmal eine Nacht, wo ich vor einem Computer gesetzt bin und begann Wege zu suchen, wie ich meine finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen konnte. Ich wollte nicht länger vom 9-to-5-Job abhängig sein. Und ja, ich träumte von der Freiheit, meine Zeit und mein Leben nach einem eigenen Vorstellungen zu gestalten. Genau. Kann ich nicht nachvollziehen, ne? Und kann ich verstehen, ne? Und Börse im Endeffekt ist natürlich in der Theorie der Weg zu Reichtum, Flexibilität und man kann reisen und leben und arbeiten, wo man will, gell? Theorie zumindest. Ja? Das ist so. Wie hat sich das für dich herausgestellt? Ja? Wenn du sagst, vor ein paar Jahren hast du dich damit auseinandergesetzt, Stand heute, Ende Oktober 2023, wie war die Reise bisher? Also ja, ich kann stolz sagen, dass ich seit 5 Jahren diesen aufregenden Bereich tätig bin und die letzten 2 Jahre waren besonders erfolgreich und besonders im Handel mit Gold. Diese Reise hat mich nicht nur finanziell vorangebracht, sondern auch persönlich und beruflich bereichert. Also der Handel hat mir Möglichkeiten gegeben, meine finanzielle Freiheit zu verfolgen und meine Leidenschaft für die Märkte zu leben. Es ist eine Reise, die nie endet, oder? Und ich bin gespannt auf all die Abenteuer, die noch vor mir liegen. Es stimmt, ja. Also im Endeffekt ist es wirklich so, es gibt hier keine Abkürzung. Ja. Man kann hier nicht irgendwie abkürzen und dann über Nacht im Endeffekt hat man den Löffel der Weisheit gefunden, sondern es ist wirklich eine ongoing, es ist im Endeffekt etwas, es ist tatsächlich eine Reise, die einfach jetzt von heute auf mo von morgen nicht irgendwie beendet ist, sondern man tatsächlich irgendwie immer dran sein muss. Gell? Denn man muss eigentlich immer an den Märkten hängen. Wie gehst du damit um? Also du hast gesagt, du handelst Gold, hast du dich spezialisiert auf Gold oder handelst du auch andere Märkte? Also ich habe mich wirklich, sage ich mal, spezialisiert auf Gold. Ich bin da reingerutscht und habe dann gesagt, okay, Gold passt zu mir, ist sehr volatil und seitdem habe ich rein nur Gold gehandelt, genau. Okay, interessant. Ja. Und handelst du da den Gold Future oder handelst du das via CFD oder was machst du da? Ja, über CFD, ja. Ist, glaube ich, besser, wenn man besser skalieren kann, nehme ich an. Oder Absolut. skalierst du dann in Positionen rein oder bist du jemand, der die Position eröffnet und die dann komplett hält? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, die Position mache ich so, ich mache am Ende so Intraday Trading. Das heißt, ich öffne die Position, schaue mir den Markt an, wo geht es hin, mein ganzes Setup. Durch mal einen Überblick verschaffen und dann setze ich eine Order ein und verfolge das für die nächsten paar 30 Minuten, eine Stunde Maximum und dann verkaufe ich sie wieder. Okay. Also es ist ein klarer, definierter Prozess. Wenn ich es richtig verstanden habe, du legst dir wahrscheinlich sogar eine Limit oder Stop-Order in den Markt und wartest darauf, bis die abgeholt wird, wenn ich es richtig verstehe. Absolut, ja. Also am Anfang habe ich das mit dem Stop-Loss nicht so ernst genommen, aber mittlerweile schon, weil ich das sehr, sehr wichtig finde im Trading. Und vor allem dann, wenn man auch kurzfristig handelt, also jetzt auch kurzfristig zwischen am Anfang vom Tag bis am Ende vom Tag, dann auch dementsprechend meinen Stop-Loss setze. Und wenn der halt nicht, wenn ich es ein bisschen beobachte und mein Chart anschaue und sehe, okay, das ist mir fast zu riskant, dann mache ich es manuell. Okay. Die Positionen skalierst du aus den Positionen raus, nimmst du einen Teil der Gewinne mit oder lässt du die komplett durchlaufen? Nein, die nehme ich komplett mit.
Okay. Kannst du mir ein bisschen was erzählen über deinen Handelsstil an sich? Ja, handelst du beispielsweise, es gibt Händler, die handeln nach Korrelationen, die schauen sich vielleicht den Dollarindex in, den Euro-Dollar und handeln dann entsprechend Gold? Oder handelst du nach Charttechnik, Fundamentals vielleicht? Wie gehst du ran an die Sache? Ja, ich habe ja eine Handelsstrategie, die ich kontinuierlich verfeinere. Das heißt also, die Schlüsselindikatoren wie zum Beispiel der Stochastik RSI und die Bollinger Bänder sind dabei zentral, genau. Okay. Handelst du einen Top-Down-Ansatz? Also, oder schaust du dir vielleicht einen Tageschart an, gehst dann runter 4 Stunden, Stunde, 30 Minuten? Wie kann ich mir das hier vorstellen? Ja, genau. So, also sicher mal ganz wichtig ist, dass man die 4 Stunden und den Wochenchart mal einen groben Überblick verschafft. Oder mal schaut, wo liegt der Trend? In diese Trendrichtung, wo ich dann handeln werde, oder? Und dann gehe ich ein bisschen zurück in den 4-Stunden-Chart, beobachte dort auch noch, wo kann ich dann mein Trade setzen oder meine Order eröffnen. Und dann gehe ich bei den kleinen Zeiteinheiten. Und dort entscheide ich dann, okay, sag mal, eine Stunde bis zu 15 Minuten, 15 Minuten, eine Stunde schaue ich mir das an. Und sobald sich natürlich der Stochastik RSI oder der Demeter die Geschwindigkeiten, die Richtung der Kurs bewegen, die zwischen 0 und 100 den RSI-Wert haben. Und je nachdem habe ich dann auch ein bisschen verfeinert. Oder ich stelle da im Hintergrund ein Hintergrundbild dar, dass ich dann über 80 oder 85%, weil meistens ist ja so, dass der Stochastik RSI drüber geht. Oder und dann schaue ich mir die Divergenz an und setze dann da einen Trade. Natürlich auch mit Vorbehalt auf den Bollinger Bänder. Ist Okay, du natürlich auch. kombinierst im Grunde jetzt Indikatoren und also das ist vielleicht sind deine Filterwerkzeuge plus natürlich on top kommt deine Analyse, denke ich mal, ja, die von den größeren Richtig. Zeiteinheiten kommt und im Endeffekt kombinierst du das du vermischst das quasi meiner Meinung nach, ja, und triffst dann deine Entscheidungen, ja. Das ist korrekt, genau. Also eine Stochastik-RSI, Bollinger Bänder sowie auch die fundierte technische und fundamentale Analyse, die muss dann, ja, die muss sitzen. Und wenn bei mir alles stimmt, wenn ich sagen kann, okay, jetzt kann ich einsteigen, jetzt kann ich ein Order setzen, dann setze ich es auch. Aber es gibt natürlich Es auch ist, ich muss gewisse. bloß lachen, ehrlich gesagt, ein bisschen, ja, weil ich kann mich so gut erinnern, als ich mit Börse angefangen habe, das ist jetzt Ewigkeiten natürlich her, 20 Jahre, da gab es damals die Stochastik, es gab den RSI und tatsächlich haben die noch immer eine Berechtigung, wenn man schlau damit umgeht. Ja? Weil man natürlich als Trader oft, ich glaube, dass man oder dass viele Leute, mir dann auch einschließlich, ja, man fängt mit irgendwas an, denkt dann, okay, das ist jetzt der Weg, das ist mein neues Setup, damit gehe ich Ja. hin. Dann klappt das nicht, ja? Dass natürlich der Mensch, der davor natürlich hockt, dann natürlich eigentlich derjenige ist, der einen Fehler macht. Das will man dann oft nicht wissen, ja? Und dann gehen wir vielleicht Absolut. zum nächsten. Aber tatsächlich finde ich das schön, weil eben die natürlichen Stochastik RSI dann natürlich einiges an Informationen liefern kann. Und wenn man das eben dann analysiert von größeren Zeiteinheiten runter, ist das super. Absolut. Ich möchte ein bisschen, okay, du hast dann angefangen, dich damit auseinanderzusetzen, du hast dann wahrscheinlich nämlich ein anderes eigenes, die ersten Konten aufgemacht. Hat das dann gleich geklappt oder bist du dann auch an die Wand gefahren oder wie kann ich mir das Ja, vorstellen? absolut. Also ganz am Anfang, das war eine komplett neue Welt. Ich habe mich wirklich da reingestürzt und habe alles probiert. Ich habe auf Online-Märkte geschaut für das heilige Gral und denn ja, mittlerweile kann ich nur darüber lachen, weil einen Heiligen da, den gibt es nicht. Also den Schlüssel irgendwie, der irgendwo vergraben ist, der zum Erfolg führt oder irgendein Indikator, der irgendwie, keine Ahnung, Millionen bringt, das existiert nicht. Oder dann bin ich wirklich da mal schon ein paar Mal in die Wand reingefahren, bis ich mich mal zurückgezogen habe und gesagt, so, Moment, jetzt muss ich mal dahinter. Habe Bücher geschaut, ich habe Videos geschaut, etc., etc., genau. Ja, es ist spannend, ja, weil im Ende, es kommt immer wieder darauf zurück, gell, finde ich. Wenn ich mit Tradern spreche, zumindest das ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob ich recht habe oder ob ich richtig liege oder nicht. Aber ich denke mir oft, wenn man anfängt, sich für Börse zu interessieren, möchte man natürlich Erfolg sehen. Und man misst natürlich den Erfolg natürlich A an Geld und B natürlich auch an die Zeit, die man reinsteckt. Ja.
Absolut. Und das ist natürlich extrem schwierig, speziell, glaube ich, am Anfang, weil oft gibt ja den Spruch, wenn man auf den Händen sitzt, ja, das ist der beste Trade. Also kein Trade zu machen ist der beste Trade. Und ist natürlich schwieriger. Was war denn dein bester und dein schlechtester Trade in deiner Trading-Karriere? Hast du da noch was Besonderes in Erinnerung? Ja. Ja, also es war vor 2 Jahren, kann ich mich ganz gut erinnern. Da war ich, da habe ich wirklich mal, da lief es gut. Also da lief es wirklich gut. Das heißt, es gibt wirklich Momente, das wie ein Herbst und Winter und Sommer, die man im Leben hat, ist beim Trading genau gleich. Und da war wirklich ein sehr guter Gewinn, den ich erzielen konnte, das mich bis jetzt noch sehr stolz gemacht hat. Nicht nur das, sondern ich habe auch daraus gelernt. Ich habe gesagt, ja, genau das, was ich mir als Ziel vorgesetzt habe, hat funktioniert. Klappt. Und dann habe ich weiter mein Setup verfeinert und verfeinert, nie aufgegeben, weitergemacht, auch wenn Verluste da waren, egal, weitergemacht. Und das war wirklich, ich sage jetzt, auch für alle Trader, nie aufgeben, dranbleiben, Verluste gehören zum Geschäft dazu. Das ist genau gleich, wie du eine Firma ausmachst, die gibt es. Verluste gehören dazu, das ist einfach so. Wie gehst du mit Verlusten um oder mit Verlustserien? Ja, das ist vielleicht, glaube ich, die spannende Frage. Kannst du wirklich Trades kappen, ja, dass du sagst, okay, ich schließe den jetzt weil mein Setup ist gerissen? Wie gehst du damit um, wenn du 5, 10 angenommen Trades in Folge hast, die so sind passiert? Kannst du das managen? Wie gehst du damit um? Ich sage, man sollte immer einen kühlen Kopf behalten und Emotionen möglichst beim Trade nicht verwenden. Das ist einfach gesagt. Das ist wirklich, wir sind Menschen, wir sind keine Computer, wir sind keine Roboter. Das passiert einfach. Oder Gier. Manchmal muss man einfach ja, Selbstreflexion und sich mal zurückziehen und statt einfach ein Trade nach einem anderen wieder zu schmeißen und wieder Verluste zu generieren, sollte sich man wirklich mal beenden, sich zurücknehmen, die Fehler sich notieren, ganz wichtig. Und dann mal schauen, ja, was passiert jetzt? Wie gehe ich da vor? Wo war der Fehler? Was habe ich? Vielleicht mit sich selber ehrlich sein und sagen, okay, war ich zu gierig? Jetzt hätte ich diese Position genommen, dann wäre es gut. Und weil das Trading, das läuft und läuft und läuft und man hat immer Angst, dass man etwas verpasst. Genau, ja. Das Toll, wäre und jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie viele Aktivitäten, wie viele Trades machst du denn am Tag? Was würdest du sagen? ich sage Maximum, sage ich, 10 Trades sind Maximum, die ich am Tag mache, ja. Also da kann man halt sagen, wenn du den ganzen Tag, das ist aber, dann bist du den ganzen Tag dann davor, oder ist das in dieser Stunde? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch mit dem Swing Trade befasst, was ich auch sehr interessant finde, vor allem wenn man berufstätig ist. Da denke ich einfach, es braucht die Psychologie. Ich habe wirklich sehr viel darum befasst mit meditieren und mal frei laufen lassen. Und es ist halt immer noch die Angst, ja, was passiert jetzt mit dem Trade? Geht es diese Richtung, die ich haben möchte oder nicht? Und ich denke, seitdem, dass ich das Trading mir beigebracht habe, hat es bis jetzt mit dem Intraday oder Day Trading gut funktioniert. Und ich denke auch mal, es wäre sicherlich nicht schlecht, wenn man da ständig, dass man da vor dem Computer hockt. Klar, man kann vor dem Computer hocken, in den Trade setzen, eine Stunde noch schauen und sagen, okay, super, ich bin soweit, ich habe diesen Gewinn und nehme es raus. Aber noch super wäre, wenn ich es vielleicht Montag setzen könnte und dann irgendwie Ende Woche dann die Position schließen könnte. Soweit, da bin ich auch noch dran und ja, mal schauen, wie Es das. ist ein ganz interessantes Thema, finde ich, ja, weil oft wird man dann zur Geisel vom Markt, finde ich, dass man zu sehr dann eigentlich klebt vor dem Monitor, an dem Trade hängt. Und oft ist es einfach so, dass das dann, glaube ich, wirklich eher das Ding verschlechtert, wie verbessert. Das stimmt. Auch da habe ich mittlerweile ein bisschen, ein paar Stunden, 1, 2 Stunden mal frei laufen gelassen und mal drauf vertraut. Das geht mittlerweile viel besser. Am Anfang war das sehr, sehr schwierig, weil man schwitzt dort und da wird man halt, genau, mal Tassen im Schrank hat. Wenn man jede Minute dann schauen muss, ist dann schon
enorm, ja. Es ist verrückt. Es ist total, ich glaube, es ist schlecht für uns als Menschen, dass man eben dann so fokussiert sein muss und im Endeffekt ist es dann komplett konträr. Also das Spannende, was ich von dir höre, du hast ein klares Setup, ja, du bist hier nicht am Overtraden, was glaube ich ganz wichtig ist, weil das bestärkt so ungefähr die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, ja, dass wir einfach sehen, wenn Leute eine klare Handelsstruktur haben, ja, die einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier eins, zwei, drei Setups, die handle ich, das sind vielleicht 10 Trades am Tag, vielleicht sind es 5 am Tag. Das funktioniert weit, weit besser, als wenn wir Leute haben, die hunderte von Transaktionen am Tag wirklich tätigen, ja, weil die oft an den Verlusten zu hängen. Ich sehe da mich auch darin. Ja, warum ich diese ganze Prop-Geschichte so mag, ist dieser Lerneffekt dahinter, weil ich Ja. oft sehe, ich habe streckenweise, hatte ich wirklich eine unglaubliche Erfolgsserie und dann kommt der eine Tag, vielleicht mit der Frau gestritten, vielleicht irgendwelche anderen persönlichen Dinge, die da reinkamen und dann waren 10.000 weg. Ja? Und das ist das Thema. Absolut. okay. Okay, lass uns ein bisschen drüber reden. Bist du jetzt hier am, handelst du dein eigenes Konto auch nebenbei oder handelst du nur bei Prop-Firmen? Wie schaut das hier bei dir aus? Ja, ich handle grundsätzlich nur bei Prop-Firmen, weil ich finde, mit dem Eigenkapital, man ist halt einfach, genau, wenn etwas schief läuft und wie ich es vorhin erwähnt habe, wir sind Menschen und kein Roboter und man vielleicht einen guten Trade sieht und sagt, okay, der geht entweder jetzt richtig bullish oder richtig bearish, macht eine Position auf und es ist halt Spekulation, oder? Und wenn sich mal da ein Trade und da der Mensch hat ja die Hoffnung, oder? Und das muss man möglichst dann abschalten beim Trading, weil der macht sein Ding und das wird auch so laufen. Habe ich mich auch entschieden, bei Prop-Firmen zu bleiben. Ich sehe da richtig total viele Vorteile mit dem Modell, offen gesagt, weil ich einfach denke, okay, du bist einfach, man hat eigentlich, man ist gezwungen zum Risikomanagement, man weiß es aber davor und in der Theorie, beim eigenen Konto, weiß man es ja auch. Ja? Man hat auch irgendwie einen Tradingplan und sagt, mach jetzt mal ein Beispiel, $500 oder egal was ist mein Tagesverlust und dann war es das. Aber beim eigenen Konto schaltet dich keiner ab. Und da ist es einfach so, dass ich glaube, hier den wirklichen Vorteil erkenne, dass du eine Art Risikomanager, du bist gezwungen eigentlich zum Risikomanagen und wenn du scheiterst, was einfach auch ein großer Prozentsatz natürlich macht, ja, dann ist eben dann das Risiko, den du gehabt hast, dass man selber für sich eingeht, eigentlich deutlich geringer. Ja. Für uns als Prop-Firma ist es eigentlich eine Prozentgeschichte, ja, dass wir einfach wissen, okay, wo liegt unser Risiko. Ja. Aber ich glaube, als Händler hat es, glaube ich, wirklich eklatant Vorteile. Jeglicher Couleur, sage ich immer, jeglicher Erfahrungsstufe meines Erachtens, weil du einfach, weil wir dir als Händler eigentlich einen Risk Manager an die Seite stellen. Und okay. Was denkst du, das würde mich jetzt persönlich interessieren, was denkst du, was könnten wir bei der Trading Pit verbessern? Also ich sagen kann, ich bin neu bei Trading Pit also als erstes muss ich wirklich sagen, ich finde, das Prop Trading Firma wie das TTP ist, unterscheidet sich wirklich im Bereich die Levels, die ihr habt, was ich sehr genial finde. Bis so wie eine Landeskarte auf dem Weg zur finanziellen Freiheit mit jedem Level, neuen Meilenstein etc. Da finde ich wirklich ganz, ganz genial, ganz cool. Was sicher vorteilhaft wäre, wenn man eine App hätte. Finde ich auch. Also du meinst eine App, für wo man sein Konto, sagen wir die Prop-Trading-Kontenverwaltung machen kann, ja? Genau, wo man sich einloggen kann etc. Das wäre sicher mal Aber nicht das schlecht. ist was, wo wir dran arbeiten. Das ist natürlich noch, ehrlich gesagt, ein großes Stück weg. Die Levels sind für uns gut, weil wir einfach den Händler dort einfach weit besser kennenlernen können. Und wir können dadurch, dass du ein Level geschafft hast, ist es für uns wie eine Art, ich mache jetzt einfach mal eine Pause-Taste. Ich kann einfach dann verstehen, wie reagiert denn der Händler, wenn tatsächlich potenziell Geld im Spiel steht. Ja? Wie verhält er sich? Ja? Weil im Endeffekt in der Challenge ist es so, das ist komplett Demo-Demo. Ja? Da ist natürlich vielleicht
macht es mental mit dem Trader noch nichts. Ja? Aber dann, wenn er vielleicht, wenn er weiß, okay, es geht um was, viele verändern sich da. Ja? Auch ich, also weil man irgendwo ich, vielleicht da ein bisschen nervöser wird, ja? Weil das einfach mit einem etwas macht. Also das ist der Grund, warum wir Levels haben. Und der zweite Grund ist der, weil ich einfach wollte oder weil wir wollten, dass wir Leuten ein Erfolgserlebnis geben können. Ja? Dass wir einfach sagen können, okay, sobald du diese Challenge geschafft hast, möchten wir, dass du auch Erfolge hast, die ohne irgendwelche Klauseln sind, ja? Also ohne, dass da irgendwie große Klauseln sind, ja? Die eben einfach die dich hindern, dass es eben nicht passiert. Ja? Das ist so das Ziel, was wir eigentlich hatten. Ja? Ja, also ich möchte da noch anschließen. Es ist nicht nur ein Gefühl der Orientierung, die gegeben wird, sondern auch einen klaren Anreiz. Also mich zu bemühen, jeden Step möglich zu erreichen, das finde ich wirklich genial, weil es viele andere Prop-Trading-Firmen, ja, es ist ein bisschen unklar. Man kann so viel Gewinn machen, wie man möchte, aber man hat nie kein klares Ziel. Und eine Auszahlung vielleicht in 30 Tagen ist und man beim Trading Pit ist das natürlich ganz anders und das finde ich halt sehr, sehr attraktiv. Ich muss sagen, ich habe am Anfang dieses Modell überhaupt nicht gemacht und dann kam im Future-Bereich die Micro-Futures raus. Da waren wir dann eigentlich, war ich der Meinung, dass man als Händler zumindest Money Management technisch besser damit umgehen kann. Und ultimativ das Ziel oder der Grund, warum wir dann in diese Branche gegangen sind, war, dass wir einfach diesen Transparenzgedanken haben. Ja? Also im Endeffekt, die Industrie ist trotz allem noch relativ neu. Und daher wollten wir da einfach Transparenz reinbringen und einfach versuchen dann eben ja aufrichtig zu arbeiten, ja, weil ja, wie im Teil kommt es mir auch vor wie im Wilden Westen, ja. Nee, Okay. Irgendwie hast du irgendeinen Punkt, den du gern verbessert haben würdest neben der App? nein, sonst ist mir eigentlich nichts aufgefallen. Ich finde, das ganze Marketing und die ganze Homepage mit den ganzen Kommentaren, ich finde das wirklich top und ich kann es nur empfehlen. Also weiter so und ich finde es cool. Ich glaube, da sind noch andere Experten dahinter, die sich da mehr befassen müssen, was man da besser machen kann. Aber aus meiner Sicht. Ja, für uns, ganz ehrlich, für uns ist jemand, der erfolgreich bestanden hat, wo wir sehen, dass der erfolgreich handeln kann, dass wir einfach, das Feedback für uns ist einfach wichtig, ja, weil du kennst uns, du hast mit uns zu tun gehabt oder hast mit uns zu tun und daher ist das natürlich Erfahrungsbericht, der wichtig ist, ja. Okay. Absolut. Okay, dann bedanke ich mich bei dir, Florian. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns auch mehr real und ja, und dann wünsche ich dir auf einen schönen Tag noch. Gleichfalls, gern geschehen. Danke, tschüss, ciao. Und ich freue mich auf die mögliche zukünftige Zusammenarbeit. Vielen Dank für die. Freut mich auch, ciao. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.